Für die meisten Menschen sind Fürze eine willkommene Erleichterung. Ein peinlicher Vorfall. Oder eine Gelegenheit für einen Scherz, basierend auf Gas. Aber für viele andere Lebewesen sind Fürze kein Grund zum Lachen. Tief in den Eingeweiden des Tierreichs können Fürze als Mittel zur Einschüchterung, zur Selbstverteidigung und sogar als übelriechende Mordwaffen dienen. Die stinkendsten Fürze im Tierreich sind zwar nicht tödlich, aber sie könnten den Ausflug an den Strand vermiesen. Robben und Seelöwen sind dafür bekannt, dass sie zu besonders übelriechenden Fürzen fähig sind. Fisch- und Schalentiere enthalten unglaublich viel Schwefel. Und während der Verdauung bauen die Darmbakterien von Säugetieren Schwefel und schwefelhaltige Aminosäuren ab und produzieren Schwefelwasserstoff. Ein Gas, das wie faule Eier riecht. Robben und Seelöwen können nichts für ihre üblen Blähungen. Aber einige Tiere setzen ihre Fürze strategisch ein. Sowohl die östliche Hakennasennatter als auch die Sonoran-Korallennatter benutzen eine besondere Taktik, Kloakenknallen. Dabei wird Luft in die Kloake gesaugt, ein Loch, das zum Urinieren, Stuhlgang und zur Fortpflanzung dient, und dann mit einem lauten Knall wieder herausgeschossen. Diese Knallgeräusche sind zwar nicht gefährlich, sind aber ein wirksames Mittel, um potenzielle Fressfeinde abzuschrecken. Die Blähungen der Flurfliegenlarven hingegen sind still und tödlich. Ihre Fürze enthalten eine chemische Substanzklasse, ein Allomon, das sich speziell zur Lähmung von Termiten entwickelt hat. Dieses Allomon ist sogar so stark, dass ein einziger Furz mehrere Termiten für bis zu 3 Stunden lahmlegen oder sogar ganz töten kann. Diese giftigen Fürze geben den Flurfliegenlarven genügend Zeit, um Beutetiere zu verschlingen, die das Dreifache ihrer Größe umfangen. Für einige andere Tiere kann das Zurückhalten von Fürzen jedoch tödlich sein. Der Bolsen-Pupfisch ist ein kleiner Süßwasserfisch, der in Nordmexiko vorkommt. Diese Fische ernähren sich von Algen und anderen kleinen Organismen. Aber an den heißesten Tagen des Sommers produzieren diese Algen eine Menge Gas. Wenn ein Pupfisch dieses Gas nicht ausstößt, wird er schwimmunfähig und damit eine leichte Beute für vorbeifliegende Vögel. Sie müssen sich nicht nur vor Raubtieren fürchten. Übermäßige Gasansammlungen können ihr Verdauungssystem zum Platzen bringen. Forscher haben Gruppen von über 100 toten Pupfischen gefunden, die nicht um ihr Leben gefurzt hatten. Glücklicherweise können Tierfürze der Menschheit keinen direkten Schaden zufügen, außer dass sie den Appetit aufs Mittagessen verliert. Aber unter den richtigen Umständen können einige tierische Blähungen überraschend gefährliche Bedingungen schaffen. Im Herbst 2015 zwang ein ausgelöster Rauchmelder ein Flugzeug zu einer Notlandung. Bei einer weiteren Untersuchung stellten die Beamten fest, dass es sich lediglich um die Rülpser und Fürze von über 2000 Ziegen handelte, die im Frachtraum transportiert wurden. Der veränderte Luftdruck hatte dazu geführt, dass sie massenhaft Gas ausstießen. Glücklicherweise waren die Kosten für das Missgeschick dieser furzenden Ziegen relativ gering. Aber die gefährlichsten Blähungen der Welt könnten tatsächlich von einem ähnlich unscheinbaren Säugetier stammen. Der bescheidenen Kuh. Es gibt fast 1 Milliarde Kühe auf der Welt, von denen die meisten speziell für Milch und Fleisch gezüchtet werden. Wie Ziegen sind Kühe Wiederkäuer. Ihre Mägen haben 4 Kammern, die es ihnen ermöglichen, ihre Nahrung mehrmals zu kauen, zu verdauen und hochzuwürgen. So können sie zusätzliche Nährstoffe aus ihrer Nahrung extrahieren, erzeugen dabei aber auch eine Menge Gas. Dies ist besonders besorgniserregend, da Kühe unter anderem Methan ausstoßen. Ein nicht zu unterschätzendes Treibhausgas, das stark zur globalen Erwärmung beiträgt. 1 Kilogramm Methan bindet 1 Dutzendmal mehr Wärme in der Atmosphäre als 1 Kilogramm Kohlendioxid. Und da jede Kuh jedes Jahr bis zu 100 Kilogramm Methan freisetzt, sind diese Tiere zu einem der größten Verursacher des Klimawandels geworden. Während andere Tiere lautere, üblere oder sogar giftigere Fürze haben, könnten die Blähungen von Kühen das gefährlichste Gas sein, das jemals ausgestoßen wurde. Wie können wir also unsere Lebensmittelsysteme verbessern? Unter ad.ted.com/earthschool finden Sie konkrete Schritte, die Sie sofort unternehmen können, um die Welt in die richtige Richtung zu lenken.